Heute steht bei mir ein Montepulciano d'Abruzzo, und zwar ein Riserva. Ich übersetze es mal kurz. Montepulciano ist die Rebsorte. Die ist typisch für Mittelitalien, wo eine Region liegt, die Abruzzen heißt. Die Abruzzen sind quasi von der Toskana rübergespiegelt an die andere Seite vom Stiefel. Sehr hügelige Gegend und toll für Weine mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Montepulciano hat immer eine schöne Struktur, viel Frucht und wenig Säure. Und der hier als Riserva, das ist der dritte Schlüsselbegriff hier auf dem Etikett, heißt, er ist mindestens anderthalb Jahre im Holzfass gereift. Und das macht ihn ein bisschen eleganter, ein bisschen geschliffener, gibt ihm ein bisschen mehr Länge und ein bisschen mehr Komplexität. Und so ist ein ganz typisches Aroma für den Montepulciano, getrocknete Pflaumen, ein bisschen Kirsche und dann durch den Holzfassausbau ein bisschen Vanille. Viel Körper, schöne Kraft, aber nicht zu viel Alkohol. Wunderbarer Speisenbegleiter zu klassische italienische Fleischgerichte. Was ich schön finde, wäre, es muss nicht mal ganz so kräftig sein, da sind auch Kaninchenkeulen super. Kaninchenkeulen geschmort, einfach ein bisschen Tomatensauce, schön lang und dazu vielleicht ein bisschen Polenta. Macht riesig Spaß.